2015 wurden 163.335 Paare geschieden. Im Jahre 2016 gab es in Deutschland 131.955 minderjährige Kinder, die von einer Ehescheidung betroffen waren. In 9 von 10 Fällen, ca. 91%, ist der alleinziehende Elternteil die Mutter. Absolut betrachtet sind 1.500.000 Frauen und 157.000 Männer alleinerziehend. Diese Zahlen verdeutlichen die gesellschaftliche Dimension des Konfliktpotenzials von Scheidungen für die jetzt getrennt lebenden ehemaligen Ehepartner, aber auch besonders für das Wohlbefinden der betroffenen Kinder. Im Rahmen eines Forschungsprojektes besuchte der ehemalige Familienrichter Jürgen Rudolf an die 90 Familiengerichte. Sein Fazit ist ernüchternd. Die Richter sind oft ohne Grundlagenkenntnis darüber, welche psychologischen Mechanismen nach einer Trennung zum Tragen kommen. Viele Jugendamtsmitarbeiter sind erschreckend desinteressiert. Strukturen sind einfach so, dass ein Elternteil viel zu leicht aus dem Leben seiner Kinder herausgekickelt werden kann. Und meistens sind das die Väter. Einfach, weil es dem veralteten deutschen Rollenverständnis entspricht, dass ein Kind zur Mutter gehört. Alleinerziehung, also das Residenzmodell, ist eine Ursache für psychologische Krankheiten nach der International Classification of Diseases. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Skandinavien und den USA, gibt es bereits eine Vielzahl von Untersuchungen zum Wechselmodell mit durchaus positiven Ergebnissen. Der Europäische Rat hat sogar über 50 internationale Studien verglichen und kam zum Ergebnis, dass die paritätische Betreuung dem Kindeswohl am besten entspricht. Und dies auch bei Kleinkindern. Daher empfiehlt er in seiner Resolution auch eine nicht übertragbare Elternzeit. Das deutsche Familienministerium hat jedoch statt dem Europäischen Rat zu folgen eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Die sogenannte Petra-Studie, bei der bereits die nicht aussagekräftig gewählten Parameter weder ein zuverlässiges noch genaues Ergebnis über das bessere Betreuungsmodell geben konnten. Zudem wurden die Parameter im Nachhinein geändert, sodass zum Beispiel Väter, die keine Sorge haben, ohne Einverständnis der Mutter nicht einmal an der Studie teilnehmen konnten. Häufig boykottieren Eltern in der Nachtrennungsphase den Umgang der Kinder mit dem anderen Elternteil. Laut der Väterstudie von Professor Arment geschieht dies bei verheirateten Paaren in 40% der Fälle. Andere Autoren kommen zu noch höheren Boykottzahlen. Die Auswirkungen sind häufig Entfremdung und völliger Kontaktabbruch von einem Elternteil, meist dem Vater und Kind. Unterhaltsansprüche in Form von Barunterhalt gegen den Willen des anderen Elternteils können nur durch Entzug des Kindes entstehen, denn Geldrente ergibt sich nur dadurch, dass Betreuungszeit nicht wahrgenommen oder häufiger schlicht nicht zugelassen wird. Nachvollziehbar bis ehrenwert, wenn ein Elternteil diesen Kindesentzug nicht mit Geld belohnen und fördern möchte. Als Maßstab zur Berechnung des Unterhalts dient die Düsseldorfer Tabelle. Dabei hat sie selbst keine Gesetzeskraft und ist in den überwiegenden Fällen belegbar falsch, wird aber trotzdem als allgemeine Richtlinie betrachtet, die auch von den Gerichten bei einer Barunterhaltspflicht so herangezogen wird. Den Beteiligten gibt sie Aufschluss über die zu zahlende Geldrente. Für den notwendigen Eigenbedarf ist nach den Unterhaltsleitlinien des OLG Düsseldorf bei minderjährigen und privilegierten volljährigen Kindern ein Selbstbehalt von 1.080 Euro festgelegt, wenn der Unterhaltspflichtige erwerbstätig ist. Nicht-Erwerbstätige haben einen Selbstbehalt von 880 Euro. Dieses sind Beträge, die in vielen Gegenden Deutschland ein ordentliches Leben nicht gewährleisten und so dazu führen können, dass eine Unterhaltszahlung nur eingeschränkt erfolgt. Eine Betreuung von Kindern durch einen Barunterhaltszahlenden wird in der Unterhaltstabelle nicht berücksichtigt. Die angesprochenen Probleme eines Residenzmodells verbunden mit Ausgrenzungen führen dazu, dass die Barunterhaltspflicht häufig von Vätern und Müttern unterlaufen wird. Bei der Hälfte der alleinerziehenden Mütter kommt der Unterhalt für die Kinder gar nicht an, bei weiteren 25% nicht regelmäßig oder nicht in der Höhe des Mindestunterhalts. Einer älteren Forsa-Studie zufolge im Auftrag
des Bundesministeriums für Sport, Familie und Jugend aus dem Jahr 2002 ergab, dass 53% der unterhaltsberechtigten Väter den Unterhalt nicht wie festgelegt erhalten haben. Bei den Müttern waren es zum gleichen Zeitpunkt 30%. Auch der Bundestagsdrucksache 15/5891 aus dem Jahr 2015 ist zu entnehmen, dass Mütter zu 90% ihren Unterhaltsverpflichtungen nicht vollständig nachkommen. Es scheint, dass beide Elternteile sich bei der Umsetzung der Unterhaltspflicht nicht wesentlich unterscheiden. Wie äußern sich Medien und Politiker zu den nicht unterhaltszahlenden Elternteilen? In der Zeit Online war zu lesen, dass die Bundesfamilienministerin getrennt lebenden Eltern, die sich um den Unterhalt für ihre Kinder drücken, mit neuen Sanktionen droht. Über Väter äußert sich der NDR wie folgt. Sollen die Väter zahlen, entwickeln sie eine erstaunliche Kreativität, um Einkünfte zu verschleiern. Denn dann können sie nicht zur Kasse gebeten werden. Der Deutschlandfunk Kultur ergänzt, Väter behaupten einfach, sie hätten kein Geld. Sind sie nicht fest angestellt, sondern freischaffend, ist das kaum nachprüfbar. Dagegen führt die Welt aus, viele Väter krebsen am Existenzminimum. Das bedeutet, dass viele den Unterhalt nicht zahlen können, obwohl sie wollen. Mütter, die den Barunterhalt liefern, sind in den Mainstream-Medien und der Politik so gut wie kein Thema. Es mag an der geringeren Zahl der zum Barunterhalt verpflichteten Mütter liegen. Folgendes Fazit kann gezogen werden. An den Gerichten und auch bei den Jugendämtern liegt noch vieles im Argen. Es scheint noch die Vorstellung vorzuherrschen, dass das Kind einen Lebensmittelpunkt braucht oder gar zur Mutter gehört. Das Residenzmodell verwehrt den wertvollen Unterhalt, wie zum Beispiel Betreuung, Liebe, Werte und so weiter, und führt zwangsläufig dazu, dass es eine größere Anzahl nicht zahlender Elternteile gibt. Viele Elternteile können sogar Unterhalt in Form von Naturalunterhalt leisten, aber nicht Barunterhalt, weil sie zum Beispiel am Existenzminimum leben oder auch Auswirkungen von systemischen Boykottmaßnahmen seitens des Ex-Partners nicht honorieren oder fördern wollen, was den Ergebnissen der Verhaltensforschung nach zu einer Kindeswohlgefährdung führen könnte. Wer möchte das seinem eigenen Kind schon antun? Nach dieser allgemeinen Aufklärung werden bald weitere Erklärvideos erscheinen, wie ihr euch und eure Kinder vor dem Barunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle schützen könnt und euren Kindern stattdessen Betreuung, Liebe, Werte und vieles mehr schenken könnt. Also Erklärvideos teilen und abonnieren lohnt sich. Vielen Dank!